Jo, der Putzmann hier. Ob ich heute auf einem Parkplatz bin, kann ich nicht genau sagen. Es ist ja kein richtiger Parkplatz hier. Sag mal, hier könnte man tatsächlich parken. Hier kann man auch im Grunde genommen schlafen. Ist eigentlich recht ruhig hier wahrscheinlich. Liegt aber einfach nur daran, hier ist nichts. Bevor ich aber weitermache, ich habe mir mal ein Bier bestellt. Jeder, der, ja gut, das ist halt spiegelverkehrt, aber jeder, der das lesen kann und der seine Videos angucken, zufälligerweise aus dem Osten kommt. Ich habe mir das bestellt, zwei Kästen habe ich bestellt. Was kam an? Zwei Kartons mit einzelnen Flaschen. Gut, ist dann halt so. Keine Ahnung, vielleicht haben die keine Kisten mehr. Das wäre jetzt gemein. Das Einzige, was mich hier ein bisschen ärgert, ich meine, hier ist noch sehr schön, wie es aussieht, kann man da ein bisschen tiefer in den Wald reingehen, wird man bestimmt demnächst schön viele Pilze finden. Aber das finde ich blöd. Da liegt was. Da hinten ist eine Plastiktüte. Und was ich ganz beschissen finde, es scheint wohl eine Art Müllablage für gewisse Leute zu sein. Das hier. Sieht man das? Ja. So. Reifen. So. Ganz ehrlich, doch keine Müllablage. Was mein Vorteil ist, wenn viele, du kannst keine Reifen wechseln. Doch, kann ich tatsächlich. Das ist aber der Grund, warum ich es bei der Werkstatt machen lasse. Ich müsste Sondermüll anmelden. Muss die Werkstatt auch, aber die macht das in Massenproduktion. Ich soll das dann einmal, jährlich machen? Nein, danke. Ist mir zu blöd. Kann die Werkstatt übernehmen, habe ich kein Problem mit. Nee, aber es ist sehr schön hier. Es ist doch ungewöhnlich viel Verkehr hier. Aber die Leute nutzen im Moment auch noch das relativ schöne Wetter bei uns. Man kann auch spazieren gehen, man kann auch wandern. Man kann halt noch viel machen bei dem Wetter. Es ist auch sehr warm eigentlich und angenehm heute, muss ich sagen. Für Winter, Dezember. Aber es ist nicht schlecht. Wie gesagt, ich muss immer noch gucken, wenn alles klappt. Nächste Woche habe ich nämlich frei. Und ja, da ist einmal der Waldparkplatz, der wurde mal angegeben. Jetzt bin ich immer noch nicht sicher, da stand nichts, ob das der in Kreasheusen ist. Das wurde mir nie gesagt. Jetzt bin ich ja schon in mehreren Wäldern gewesen. Oder die Pfingstwiese. Es kann aber gut sein, dass ich nächste Woche vielleicht auf die Pfingstwiese dann gehe. Und dann mal gucke. Ich überlege die ganze Zeit, nehme ich mir eine hintere Ecke? Oder eher weiter vorne? Weiter vorne kann die Polizei mich anhalten, genauso wie hinten. Die kann dann gucken. Ich bin mal gespannt, ein bisschen nervös. Auf dem Parkplatz werde ich auf alle Fälle sein. Aber ich versuche das nicht durchzuziehen. Bin mal gespannt. Also dann Leute, haut rein, wir hören voneinander. Jo.